Cola Fanta Bier, ich bin wieder hier mit Yvonne. Beste Begrüßung, Leute. Danke für diese geile Begrüßung. Schreibt weiter Begrüßungen in die Kommentare. Vielleicht nehme ich eure als nächstes. Worauf reagieren wir heute? Hä? Auf die lustigsten roten Karten. Genau, hier mein Bro hat mir den Vorschlag gegeben. Ehrenmann, ein Like dafür und ein Abo auf Lukas Nacken. Ah, ja, ganz genau. Und auch auf deinen Nacken. Nee, nicht auf meinen Augen. Okay, dann auf deinen, nicht nur auf meinen. Ja, lass er jetzt anfangen. Okay. Okay, Simon Delli. Denkt einfach, er wird Torwart, Alter. Hast du es gesehen? Wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Jetzt ist es in der Slow-Mo. Der Torwart war hinter ihm noch. Warum geht er da mit Hand? Der macht so. Der wollte wahrscheinlich Torwart werden und war einfach nur mad. Diego Costa kriegt nach seinem Tor eine rote Karte oder was? Warum? Ah, weil der mit diesen Fans gejubelt hat. Der ist da so reingerannt. Das darf man nicht. Das war sein zweites Spiel für Atletico. Ja, keine Ahnung, da wird ein Schiri, ey. Keine Ahnung, warum der den Rot gibt. Cavani macht einfach den Sniper-Jubel. Das darf man auch nicht. Ist verboten tatsächlich. Hat Cavani einfach Rot bekommen. Was hat der Boy? Und er macht einfach diese Geste, weißt du? Diese. Oh, Mario! Ja. Was? Boah, Junge! Boah, ich glaube, das habe ich sogar angeschaut. Einfach Ellbogen. Das war richtig egal. Der Kakusi hat Mario, ne? Runtergedatscht. Ja, der datscht auch was runter. Und zwar die Hose, Alter, von Sokrates. Zieht ihn einfach aus. Wenn ich so, Bruder, du hast ein bisschen was hängen. Ich zieh dir mal Hose aus. Was ist denn mit dem? Ah ja, der ist so auf dem rumgedings irgendwie und dann meinte der... Ja, und dann zieht er ihm die Hose aus oder was? Der war, glaube ich, komplett im falschen Film. Ich glaube, der war auf falsche Plattform, falsche Sportart, falsche alles, Alter. Hat der den... Die Karte weg? Der will nicht, dass der den... Der so, nein! Der will nicht, dass er den rot zeigt. Ah! Frank Ricciard. Oh, der hat Rudi Völler... Der hat einfach Rudi Völler angespuckt, Alter. Unseren Rudi. Es gibt nur Hallo, die Fälle. Und er wurde angespuckt, Alter. Mein. Diese Auflösung. Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal. Da. Piu. Ah, ja, angespuckt. Na, guck so. Okay. Er hat sich selbst applaudiert, Chitter. Er hat Tor geschossen, dann ist er einfach mal zu der Tribüne gelaufen. Hat sich dahin gesetzt. Dafür gibt's Rot, Alter, als ob man. Was ist denn mit denen? Gönn doch mal ein bisschen, gönn doch mal. So einfach nur Freude. Gibt da einfach Gelb-Rot wahrscheinlich. Gelbe Karte. Ja, manche Leute übertreiben beim Jubel ja komplett, Alter. Und der kriegt einfach eine Karte, weil er sein Trikot halb ausgezogen hat. Ja gut, warum wollen die dann ihr Trikot ausziehen, Alter? Das darf man nicht. Ist verboten. Das weiß doch jedes Kind, Mann. Kann sein, dass ihr dumm seid, ey. Besten sind die, die schon gelb haben und dann noch Trikot ausziehen. Was geht ab? Player vs. Referee vs. Coach. Boah, der Schiri haut einfach den Spieler um. Und jetzt zieht er die rote. Boah, gibt's noch Kicker, Alter. Der ist richtig auf Agro-Modus, der Schiri. Gib das mal rot. Und jetzt gibt er den Trainer. Junge, das sind einfach so Scheichs, Alter. What the f***? Das hab ich noch nie gesehen. Red card for catching the ball outside the penalty box. Also, ich stehe drin. Hä? Halt, er stand doch aber drin so, wenn der lange Arme hat. Wir haben auch Ausnahme gemacht auf Terrasse. Mit langen Armen hast du rein. Das ist die schnellste rote Karte, glaube ich. Nach 3 Sekunden hat er einfach eine rote Karte bekommen. Der checkt ja gar nicht, was abgeht. Was denn? Der hat dem so einen Namen in die Fresse gehauen, ja? Alter. Schöre, ja. Aber der ist richtig los. Der denkt so, ja, das ist ein ganz klassischer Fall von übermotiviert, Alter. Der kommt rein, bam, haut ihm erstmal einen Namen ins Gesicht. Oh, der sieht doch aus wie ein Bodybuilder, Alter. Das ist kein Fußballer. Ja, das ist echt krass. Was macht der? Zeig einfach seinen Hintern. Hä? Manche Leute sind ey, ganz anders im Kopf. Zeig einfach den Fans seinen Hintern. Freut sich dann noch. Jo, als ob es dafür keine Karte gibt, ist der dumm. André Luis Garcia, der schnappt sich auch erstmal die Karte. Warum? Jo, er war wie. Ja. Oh, wie dumm, ja, Alter. Also. Er hat ja nur gelb bekommen. Und dann schnappt er sich die gelbe und kriegt dann noch eine rote. Ja, super. Manche Leute wissen in manchen Situationen einfach nicht, dass sie
ist nur so, keine Ahnung. Ne? Ja, ja. Genau, das wollte ich auch sagen. When you know you wish you could you. Ja. Big man. Pants on Head Celebration. Was ist das denn für ein Jubel, Alter? Junge, wie dumm. Als ob man dafür keine Karte kriegt. Der denkt sich oder so, Alter. Du hast schon gelb. Du hast schon gelb, Alter. Geh nach Hause. Kannst die Hose direkt auslassen, duschen gehen. Der diskutiert einfach die ganze Zeit mit Schiri. Warum diskutiert man mit dem Schiri? Warum? Der macht so. Vielleicht will er auch ein bisschen kuscheln mit Schiri. Es macht keinen Sinn, mit Schiedsrichter zu diskutieren so. Disco. Es macht Sinn, mit denen in Disco zu gehen, aber nicht zu diskutieren, Mann. Ich glaube, im Leben hat noch kein Schiri. Ziehst mich hier halb aus, Alter. Ich krieg auch noch eine Karte. Eine Karte zurückgezogen, weil die Leute mit dem diskutieren, ey. Ja. Lass ein Like da und ein Abo hier auf Yvonnes Kopf. Kürbiskopf. Mann, mein Haar. Und wir sehen uns im nächsten Video. Yvonne und ich, wir werden jetzt Skater. Jetzt kommt Skateboard. Skaterboy. Abonnieren.